Wieder bei der Kürbisbar. Strecken wir uns erstmal und heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Zelda Skyward Sword. Informationssammeln ist angesagt und unser nächstes Ziel ist der Kürbisbar-Besitzer. Nachdem wir seiner Tochter geholfen haben und seinen Kronleuchter zertappert haben. Oh, er hat da wirklich einen neuen Kronleuchter aufgehangen. Schick, schick, schick. Ja, also den mache ich ganz bestimmt nicht kaputt. Es sei denn, da wäre noch ein Herzteil drin. Aber okay. So, cool. Cool. Pat, alles klar. Pat, geht's gut. Das ist schön. Gut, na denn, quatschen einfach mal nach Infos an. Was ist los? Du siehst so aus, als ob dich etwas bedrücken würde. Naja, nun... Narisha? Oh, fett! Ich kenne Narisha recht gut. Ich bringe ihnen jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Doch vor einiger Zeit tauchte plötzlich diese gigantische Sturmwolke auf. Deshalb konnte ich Narisha dieses Jahr leider keine Suppe bringen. Ich bin untröstlich. Wirklich? Du wirst Narisha etwas von meiner Suppe bringen? Es ist mir zwar schleierhaft, wie du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst, aber... Na, weil ich schon lange keine Suppe mehr hatte, werde ich sie dieses Mal besonders lecker würzen. Aber sag nicht wieder mit Zeit. Warte hier, ich werde mich beeilen und in Windeseile etwas Leckeres zusammenbrauen. Okay, zum Glück habe ich eine Flasche bei. So, boah, ist ein riesiger Kürbis. Hier ist sie! Ich koche nun schon seit Jahrzehnten, aber dies hier ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir je gelungen ist. Na klar. Gebieter, ich werde nach dem Roboter rufen. Ach so. Natürlich. Fertify, hier bin ich. Wie kommt denn jetzt hier rein? Ach, ganz bestimmt ganz normal durch die Tür. Na toll. Die Mega-Kürbissuppe. Eine wirklich schwere Ladung dieses Mal, aber es geht schon in Ordnung. Ich schaffe das. Ich warte draußen auf dich. Gib mir einfach nur Bescheid, dann folge ich dir überall hin. Und tschüss, Mann. Wow, 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 wow. Komischer Typi. Naja. Okay, Mann. Sweet! Normalerweise biete ich Narisha meine Suppe auf einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da. Du kannst sie gar nicht übersehen. Über ihr schwebt ein Regenbogen. Viel Glück! Okay, dann wissen wir also auch, wo wir hin müssen. Ist da noch irgendwas? Nö. Sonst alles cool? Ja. Ich überlege, ob ich hier nochmal pennen sollte, um eventuell. Ja, ich mach das mal. Ich gucke einfach mal kurz draußen nach, ob es hier nicht noch auch Juwelen der Hüte gibt. Ganz schnell und dann ganz fix. Mann, ich will mein geiles Schild haben. Das wird noch eine Weile dauern. Jetzt müssen wir erstmal noch Narisha hier eine Quest abgeben. Na toll. Narisha, wie soll das überhaupt sein? Warum wohnt er da auf einer Insel in einer Sturmwolke? Ist das überhaupt ein Mensch? Man weiß es nicht. So, hier sind so eine alte Glühwürmchen. Die wollen wir ja nicht. Gibt's ja irgendwo nicht noch so ein... Ah, tatsächlich. Yeah, geil, zing. Rapdalada. Würde bloß noch eins fehlen, dann hätten wir wieder unsere schönen Fünfer-Schritte. Swing, 54. Gut, ansonsten zertepper ich einfach alles mal in der Nacht und keiner war es wieder. Ist hier noch irgendwo eins? Ach, aber eigentlich, wo denn? Vielleicht auf dem Dach, war? Halt, auf dem Dach anscheinend. Wie soll ich nachts aufs Dach kommen? Können Sie mir mal sagen? Oder meint er... Nee. Drin. Okay, dann gehe ich mal rein. Dann gehe ich mal rein und guck mal da drin nach. Aber ich war doch schon öfter danach da. Wo zum Teufel? Jetzt voll im Schrank, war. So, mal gucken. Ja, doch nicht. Doch. So, hier irgendwo hier oben. Ach, einfach ganz normal hier auf dem Tisch. So, na, guck mal her. Yeah! Ein Juwel der Güte. Schön, jetzt können wir wieder in Fünfer-Schritten vorgehen. Hatte ich das nicht, das war doch schön. So, zack. 55. Cool. So, sonst ist hier nichts mehr, ne? Nö. Cool, das haben wir alle auf der Insel abgegrast. Gut, dann gehe ich wieder pennen. Tschüss, Pat. Pennen ist gut. Schlafen ist doch schön. Und dann geht's ab zu Narisha. Zu der Insel mit dem Regenbogen. Hoffentlich ist da auch ein Topf voll Gold für uns. Das wäre natürlich das Allerschönste. Obwohl, was soll ich mit Gold? Man bezahlt hier mit Rubinen. Ich Idiot. Na, vielleicht lassen sie sich einschmelzen und irgendeiner will dafür Rubine abdrücken. Was rede ich jetzt wieder für einen Quatsch? Wir müssen jetzt Zelda retten, Mann! Und Narisha finden. Okay, er meinte ja, Narisha ist nicht mehr er selbst, er ist ein Monster, sagt er, dieser komische Utos Oko Öko Fuiki. Der hat das ja schon gesagt. Ja, für dich finden wir auch noch einen, der hilft. Tschö!
Yeah. Bams. Gut, da ist ja auch schon der Typi. Da kommt er auch schon angeflogen mit seinem Kürbis und ich muss niesen. Nein! Oh, Verzeihung, Leute. Mann, warum bin ich der Let's Player, der in seinen Let's Plays immer niest? Ich verstehe das nicht. Verstehe es nicht. Ist egal. Ich habe schon mitbekommen, dass ihr das nicht so übel nehmt, wie ich mir immer denke. Oh, und viele schreiben auch immer Gesundheit. Dafür möchte ich jetzt mal allgemein sagen, Dankeschön. So fliegen wir über den Wolken. Oh, das ist doch ein Ort, der so schön ist. So, mal gucken, wir wählen der Güte, ja? So, 5 nochmal von der, wenn ich der einen Tochter da einen zum Arbeiten bringe, haben wir 60. Dann nochmal 5, wenn ich dem seine Kristallkugel zurückgebe, haben wir 65. Dann nochmal 5. Wo hab's denn noch hier wählen der Güte? Oder wo könntest du noch welche geben? Ach Mensch, Link, pass auf, Wirbelsturm, flieg rüber. Der Wirbeltwister macht nämlich irgendwie ein bisschen schneller, ich glaube nicht, ne? Egal. Ah, wenn wir Terry helfen, dann haben wir 70. Ja, und dann fehlen noch ganze 10. Ist egal. So, Regenbogen-Time. Oh, jetzt kann ich die Viecher hier richtig zersplashen. Lass bloß meinen Kürbis in Ruhe. Zersplashen! Nee. Okay, wenn die hinter mir sind, wie soll ich die zersplashen, ja? Bam! Natürlich nicht getroffen. So, okay, erstmal zu der Insel hier. Der Regenbogen. Mal gucken, was Narisha jetzt von uns will. Bestimmt müssen wir den auch noch irgendwann holen. Und dann... Also eine Scheiße. Höp. Zack. Einfach eine Regenbogeninsel. So. Ich stelle den Kürbis einfach hier ab, okay? Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas ganz Großes erscheint. Ja. Es sind auch überall Herzen. Ich glaube, ich muss gleich kämpfen. Ich mache mich dann mal wieder vom Acker. Warum regnet es jetzt? Okay, es ist zwar ein Regenbogen, aber keine Sonne. Und oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Was ist das denn für ein Vieh? Alter. Die böse Variante vom Windfisch. Nein. Das ist was ganz anderes. Das... Oh meine Güte. Okay. Die Tentakelaugen sehen sehr eklig aus und auch, als ob sie nicht dazugehören würden. Ach du Scheiße. Das sieht aber geil aus. Großer Himmelsgeist, Narisha. Einfach so ein Boss. Oh nein! Was soll ich machen? Der hat ja Haare, guck mal, den Bart. Okay. Ich will gegen das Auge schießen. Aua, was hab ich getroffen? Was soll ich machen? Da. So ein Tentakel hier. Schieß, Link! Nein, daneben! Okay, Link! Nein! Och! Okay, ich schieß mit Bogen auf den. Das wird wohl das Beste sein. So. Na toll, okay, dreh erstmal. Feuer! Nee, nicht getroffen. Toll, ich hab nicht so viele Pfeile! Deswegen sollte ich lieber mal warten, bis er näher rankommt. Alter, ist das wie fett! Ist das jetzt irgendwie so was wie ein Fisch oder? Aber es sieht so krötenmäßig und warzenmäßig aus. Eklig. Ekelig! Okay, jetzt ist er ganz langsam und... Jau! Boah, wie der Pfeil voll abgedriftet ist. Gut, das kann wohl noch ein bisschen dauern. Jau! Ach, verdammt. Gibt es nicht irgendwo Pfeilnachschub? Hier, die Suppe, guck mal! Suppe! Hier sind Pflanzen. Bringen die irgendwas? Nee, nichts. Also muss ich wirklich mit meinen Pfeilen aufpassen. Ey, komm doch mal her, du Arsch! Ich bin hier drüben! Huhu. Komm zu mir, ich spiele was vor. Nee. Toll. Ach so, na klar. Mann, ich Idiot. Hinterher fliegen, dem Trottel hier. Ich warte erstmal auf der Insel. Ja, Entschuldigung, Mann. Dann killen wir einfach mal seine Augenpartikel. Kriegen wir doch hin. Dann freuen wir ihn. Er ist bestimmt ganz lieb, aber gucken, ob er sich verändert, ob er dann ganz lieb aussieht. Mal gucken. So, Top Speed. Und? Nein, daneben geflogen. Mann. Okay, fliegen wir mit daher. Ist bestimmt natürlich besser. Und? Na, komm her. Ey, wie? Ja, okay, gut. Ein Auge zersplasht. Autsch. Und ein Herz verloren. Oder ist jetzt überhaupt zersplasht worden oder ist es einfach bloß? So. Komm, Mann. Oh Mann, ey, diese Steuerung. Diese Steuerung, ey. Ich werde damit nicht warm. Splash! Alter, voll zersplasht! So, war mal jetzt die nächste? Ich
drehen wir kurz einen Kreis, um wieder hinter ihm zu sein. Jung, Riesenschweißflosse! Oh! Okay. Wir befreien dich! Wow! Von seinem Schweiß muss man aufpassen. Okay. Okay, oh, er macht wieder eine schöne Kurve. Sieht aber sehr majestätisch aus, das Ding. Und Splash! So. Das muss ja jetzt schon besser gehen, Mann. Komm schon, sei ehrlich. Splash! So! Oh, was jetzt? Was jetzt? Voll so ein Virus. Oh, oder so ein Parasit, ey. Oh, warte, ich kann bestimmt abspringen und auf ihn drauf landen. Weil der hat nämlich so eine komische Schädelplatte. Das werde ich jetzt auch machen. So. Höp. Oh, das war knapp. So, komm her, du Vieh. Wo bist du, Mann? Eklig, Mann. Echt eklig. Wow, fauläugiger Riesenparasit, Barabaras. Baras. Wow, was soll das denn, Mann? Ah, gut. Okay, die Frage nach dem Zurückschlag hat sich erledigt. Nein, och, Mensch. Splash! Boom! Okay, ich spiele ein bisschen Tennis mit dem Typen. Bam! Okay. Seine eigene Giftsäure. So. Hast du halt getroffen? Nein. Ich würde ihn auch gerne probieren, ins Auge zu schießen, aber mit heute nicht. Bam! Der bringt irgendwie gar nichts, oder? Okay, das bringt aber auch nichts. Verdammt. Das sieht nicht so aus, als würde ich irgendwas machen. Einfach mal die ganze Zeit, lang genug. Okay, er dreht sich mit mir. Das ist auch schön. Ah, seine Flügel muss ich bashen. Okay, dann soll ich ihn vielleicht nicht anvisieren. Jawohl. Doch, dann geht halt einfach. Wenn ich nach rechts gegangen bin, gehe ich einfach nach links. So, jetzt komm. Na toll. Okay, eklig. Echt eklig. Toll, man. Okay, den visiere ich halt nicht an. So, okay. Hui! Der fliegt trotzdem zurück. Okay, dann mach ich's mal anders. Anders. Zur Seite! Bam! Okay. Und jetzt? Oh. Okay, nein. Ha! Hat sogar getroffen! Oh, okay. So, watz, zack, 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 Alter! Oh, geil. Okay, nochmal von vorne. Ach, Mann. So. So, okay, nach links schlagen. Nein, nach rechts natürlich. Zack! Zack! Okay, dann halt nach schräg oben. Zack! Boom! Schön. Schnell zur anderen Seite wechseln. Okay, warte mal. So. Okay. Komm schon, du eklige Ding, du eklige Viehmann. Zack! Bam! So, ich mach gleich wieder mit Pfeil. Nein, ach Mann. Och. Gut, dann mach ich's halt so. So. Und mit seinem eigenen Mittel, würde ich sagen. Zack. So. Und boom. Und jetzt wird los, da haben wir losgeschlitzt. Watz. So, okay. Cool. Ich kann doch anvisiert lassen. Ich muss bloß halt echt von ihm wegschlagen. Okay, dann mache ich es dann doch so. So. Ach, mein Gott. Zack. So. Okay, ist ganz einfach. Ist ganz einfach, Leute. Oh, nee, und auf Zeit. Nein. Och, Mann. Okay, jetzt hat sich der andere Flügel wieder regeneriert. Okay, auf Zeit jetzt. Auf Zeit. Los, schieß. Ich komm schon, schieß. Komm schon. So, du Sack. So, dann ziehst du mir deinen letzten Ball hier ab. Wie er mich anguckt. Schieß. Komm schon, schieß, ja. Und jetzt dein letzter. Oh, jetzt weicht er auch noch aus. Oh, hoffentlich regenerieren sich nicht seine Häute wieder. Mann. Toll, okay, man muss ihn erst schießen lassen, dann gucken, wo er... Hopp. Bam. Yeah. Okay, warte jetzt, was machst du jetzt, hä? Back! Zack! Yeah! Das ist ein Vieh, ey. Guck dir das Vieh an. Und nochmal nach links! Bam! Yeah! Na komm, das kommt ja, du Parasitenvieh, Alter. Du Scheißding! Bam! Lass dich doch mal aufschlitzen jetzt. Zack! Yeah! Und deiner Down! Oh, Parasiten, ey. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann. Bum 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 bum. Go. Geht's ihm wieder gut? Okay, es geht ihm gut. Das ist gut, dass es ihm gut geht. Aber nee, jetzt stirbt er.
Boah. Ey, warte mal. Boah, lande ich jetzt irgendwo im neuen Gebiet? Unter den Wolken? Kann das sein? Nee, was? Okay, der... Der Regen hört auf. Oh, jetzt kommt er. Oh, er hat wieder ganz freundliche Augen. Er ist ein ganz netter Typi. Aber er ist immer noch hässlich. Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Und du hast mich von diesem Monster gerettet, als meinen Geist und meinen Körper gefallen hat. Das, mein Geist. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Narisha, ein Diener unserer Göttin Lyra, und ich verherrsche über das Wolkenmeer. Ich verstehe. Dein Name ist also Marcel. Ein klangvoller Name, fürwahr. Deine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl deines Namens bewiesen. Ja, das werde ich ihnen ausrichten. Oh, dieses Schwert. Die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held, Marcel? Kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kommst du wohl, um nach dem Triforce zu fragen. Das ist richtig. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Ja. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenhort versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Und aus diesem Grund wird der Part sich wieder in die Länge ziehen. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet. Doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Okay. Doch die Göttin hat das Lied in 4 Teile, 4 Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen 3 wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die 3 Stimmen des Heldenliedes jeweils von den 3 Drachen erlernen. Wenn du alle 3 Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Du kannst singen? Besuche die 3 Drachen im Wald von Fawon, am Vulkan Elden und in der Wüste Randell. Okay, cool. Cool, Mann. So, okay. Schön, Leute. Und jetzt muss man aufpassen, also für alle diejenigen, die die Erstversion des Spiels haben, für die ist jetzt Vorsicht geboten. Ich kratze gleich ab, für mich ist auch Vorsicht geboten. Weil ab jetzt löst man außerdem einen Bug aus. Eigentlich ist die Reihenfolge ja egal. Wie gesagt, ich musste 3 Drachen in Ranell, in Elden und in Fawon, ja? So, sollte man jetzt aber zuerst in die Wüste gehen, dann spricht automatisch irgendwie ein Gerone mit dir und wenn das passiert, dann hast du einen Bug ausgelöst und es ist dir nicht mehr möglich, die anderen Drachen zu finden. Gut, man hat zwar eine Software auf der Wii, die den Bug fixt und so, aber ich habe keinen Bock da drauf. Also werde ich jetzt schön Fawon, dann nach Elden und dann zum Schluss in die Wüste. Also, ich lasse mich noch schnell irgendwo in Fawon nieder, im Wald, und da speichere ich dann ist der Part vorbei. Schön, Leute, dann kommen wir voran. Dann holen wir uns also das letzte Lied. Wenn wir mal gucken hier, Item Screen, ne? Item Screen? Hier, das letzte Lied fehlt noch. Was das hier ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist das bloß Deko, aber nee, nichts ist umsonst hier bei Zelda. Also, wo ist noch das Lied, und das tragen wir jetzt zusammen. Schön! Und ich werde den Abstecher in Fawon nochmal nutzen, um da alle Götterfragmente zu finden, weil ich glaube, ich habe ein paar übersehen. Oder kann erst jetzt ein paar finden. So. Aber wo sollen da Drachen sein? Ich meine, guck mal. Die Karte? Weltkarte. Da, guck mal, in der Wüste, also links, da unten ist noch ein Gebiet, wo ich nicht war. Aber beim Vulkan und im Wald, da sind doch alle Gebiete schon aufgedeckt worden. Na, ich muss mal gucken. Ich gucke. Top Speed, Mann! Und ich überziehe jetzt schon wieder. Aber eigentlich habe ich ja auch gesagt, ich würde ja gerne auf 20 Minuten Parts mich festlegen irgendwann und das als Standard definieren. Aber da dieses Let's Play generell schon 15 Minuten Part mäßig dauert, habe ich mir gedacht, ich fange erst bei neuen Projekten wirklich mit 20 Minuten an. Ich habe dir was zu berichten, Mann. Im Wald von Fawon hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Was? Ey, ich wollte aber zu dem... Dann machen wir wieder Hintereingang. Vielleicht kann ja die Alte irgendwas sagen. Zu diesem Vogelreisenmann? Ja. Also ich werde im nächsten Part... Natürlich wird sich Bade wundern. Was machst du schon wieder hier? Du sollst ein Zelda retten, Mann. Und dann muss ich den Eis erklären. Den Leutchens. So. Fawon. Keine Goblones. Gut, Leute. Ich würde sagen, also im nächsten Part dann
sehen wir weiter und suchen hier nach dem heiligen Drachen, der die erste Stimme hat. Wie hört sich ein Drache an, der singt? Ich weiß es nicht, wir werden es aber noch erfahren. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.